So, du hast mal wieder auf Play gedrückt und damit hast du dich auch diese Woche wieder entschieden, das wöchentliche Wettrennen aufzugeben, nicht bis zur Ziellinie weiterzufahren und eben in den besten Besenwagen der Welt einzusteigen. Deine drei Lieblingsfahrer kutschieren dich mal wieder durch die Radsportwelt. Ich bin Bastian Marx. Ich der Paul Voss. Und ich der Andi Stauff. Und angeschoben wird der ganze Spaß wie immer von Rafa, im speziellen Rafa Custom. Und zu Beginn unserer kleinen Berichte, was uns diese Woche so widerfahren ist, muss ich mich erstmal bei meinem Nachbar entschuldigen. Sorry Hannes, der wohnt unter mir. Und irgendwie bin ich ja ansteckend und alle um mich rum eskalieren total mit Fahrradfahren. Auf jeden Fall sind die irgendwie vor so einem Jahr oder sowas eingezogen und damals ist er noch nicht so richtig Rad gefahren. Jetzt ist er auch völlig eskaliert, hat mehrere Fahrräder und fährt immer. Den habe ich letztens, als ich bei dir war, bin ich rausgegangen, runtergegangen und da kam er mit EF-Sachen aus der Tür raus. Also mit Freizeitsachen. Genau das wollte ich gerade, aber normale EF-Sachen. Genau, normale EF-Sachen. Ja, jetzt, pass auf. Keine Palace. Ja, pass auf. Jetzt kommt's. Ich weiß gar nicht, Samstag oder Sonntag mit Rainbow und Maciej Radfahren und es war ein bisschen schneller und ich musste mich ein bisschen anstrengen und ich war echt richtig grau und komme so die Treppe hoch und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin öfter in dem Modus, ich hatte so gar keinen Bock mit jemandem zu reden und laufe halt an Hannes Tür vorbei und der macht auch genau in dem Moment auf und ich so, will schnell weiter und alles klar, ja gut, ciao. Und so, das war mir schon mal so ein bisschen, dachte ich mir schon, du bist so ein Idiot, sei doch freundlich. Und so 2 Minuten später denke ich so drüber nach und denke so, Alter, der hat Palace-Sachen angehabt jetzt auch. Jo, keine Ahnung, vielleicht wolltest du dem mir auch gerade zeigen, Hannes, saugeil auf jeden Fall. Ich habe keine, scheiße. Aber viel wichtiger ist, wie er da rangekommen. Ja, genau. Also, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also jeder, der was bekommen hat, den kann ich das gar nicht glauben, dass er das auf einem normalen Wege ohne Bots geschafft hat. Zwei Leute kenne ich. Also bei Palace im Shop konnte man das relativ schnell noch, also 20 Sekunden. 12 Uhr da war es. Ja, die Seite, die du hast, die Zeiten sind, glaube ich, nicht so ganz genau. Also man konnte das schon noch kaufen bei Palace, wenn man es wollte. Das ging. Also, ich kenne zwei Leute, die haben bei Rafa gekauft. Nicht hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, aber und bei Rafa, glaube ich, war es noch gar nicht so schwer. Du musst halt nur RCC, RCC, RCC. Member sein. Ja. Vielleicht ist er das ja mittlerweile schon, der Nachbar. Ja, kann sein. Ich muss ihn, also ne, wenn der Rafa Bürgermeister von Köln oben drüber wohnt, dann ist man doch da Mitglied automatisch. Jungs, was bei euch so Jungs, passiert? Jungs, ich trinke gerade einen hessischen Äppler. Nee, Äppler? Echt? Hat der Julian mitgebracht? Nee, der kommt, ich glaube, der ist zwar schon in Berlin, aber der hat ihn nicht mitgebracht. Aber, und was hältst du davon? Ja. Trinkst du pur? Süß gespritzt, sauer gespritzt? Das fragst du Fragen. Also wir haben den gekauft und da war schon Sprudel drin. Trotzdem haben wir noch Sprudel draufgegossen. Ich weiß nicht. Also Sprudel drauf ist auf jeden Fall sauer gespritzt. Ja, genau, aber haut mich jetzt. Also, und süß? Ja, halt so mit Limo. Gut. Nee, gar nicht. Alkohol halt, ne? Mit Apfelsaftgeschmack. Sehr saurer Apfelsaft. Ist schon in Ordnung. Kann man schon trinken. Sonst, was geht bei mir noch? Ich fahre am Samstag Gravelrennen. Nice. Bei Potsdam. Echt? Wie geht das? Also was für ein Gravelrennen? Das sind 3 Runden, ein bisschen über 30 Kilometer, also knapp 100 Kilometer. Und ist ein richtiges Rennen und Wertung ist jede Runde für die ersten 3 Fahrer. So Massenstart-Ding? Ja, Massenstart. Ist das noch erlaubt in Berlin? Es ist Brandenburg und wir starten halt auch so Startreihen, ne? So und dann sind dann mit genügend Abstand und ja, aber weißt du, wie das ist. Okay. Aber ist erlaubt, ja. Deswegen ich glaube, NRW machen sie jetzt so langsam wieder alles zu. Ich habe jetzt eigentlich ja vorgehabt, über den Winter meine Tenniskarriere zu starten. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich doch wieder mehr Rad fahren müssen. Aber egal, ich habe Bock. Also solange es noch so herbstlich ist, heute war es ja mega warm auch, ne? Ich hole schon mir morgen beim Paketshop meine neue Dreiviertelhose ab. Paul schüttelt den Kopf. Habe ich schon mega Bock. Schön jetzt im Winter immer. Wollte ich eigentlich eine feste Trainingsrunde machen. Geht jetzt ja vielleicht auch alles wieder nicht. Mal gucken. Ich glaube, ich werde bei Rafa irgendwie versuchen, dass sie dir so ein Dreiviertelhosen-Embargo geben. Dass du die. Nee, lieber so eine Andi Stauff Edition. Ganz ehrlich,
Ja, ich habe denen doch geschrieben. Ich so, hör mal hier, diese weißen Streifen da vorne finde ich nicht so geil. Und jetzt haben die ja weggemacht und die neue ist ja ganz schwarz. Das glaubst du mir jetzt nicht, ne? Nee. Ist aber so. Ich glaube, dass du die E-Mail geschrieben hast. Feste Trainingsrunde heißt, nochmal kurz nachgefragt, dass du an festen Tag trainieren willst oder bist du wieder hier? Und ja, an festen Tagen. Okay. Und dann wollte ich eigentlich so eine Runde etablieren, aber mal gucken. Also hier in das Köln ist ja oder was? Wahrscheinlich erstmal nicht drin. Ja. Okay. Ab 1. November, pünktlich. Pünktlich. Wer zu spät kommt, zahlt der Kaffee. Für was trainierst du? Cape Epic? Okay, ja, das wäre schön, wenn das stattfinden würde alles, aber nee, einfach nur so. Ich habe einfach, das Wetter motiviert mich gerade. Also im Sommer Fahrradfahren finde ich gar nicht so geil, muss ich sagen. Staubs Herbstfahren. Aber so im Herbst ist super. Winterrad habt ihr hoffentlich nicht. Ja, bist du doch, ich habe ein Winterrad. Nein. Benutzt du das dann auch? Ich habe doch dieses Tarmac SL6. Mit Rimbrake, Jura Ace, Powermeter, das ist mein Schlechtwetterrad. Okay, dir geht's gut. Ja, nee, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, nur noch mal mit so einem Rad. Obwohl man dann eigentlich ja sagen könnte, ich muss jetzt nicht waschen oder so direkt immer nach dem Training. Ja. Aber gibt es sowas eigentlich mittlerweile, dass du so sagen kannst, hier, ich bringe mein Rad dahin und die putzen mir das? Nee. Ich hatte in Offenbach, hatte ich so eine Tankstelle. Ja? Also im Raum Köln gab es das nie. Wir hatten das damals mal so überlegt, ob sogar, wir einen Mechaniker dafür einstellen, quasi. Ich kenne sogar Radprofis, die das machen. Aus Berlin. Ja? Du kannst ihnen das bringen und die putzen dir das Fahrrad? Nee, nicht mir, aber es gibt Radprofis in Berlin. Ja, die nutzen den Service. Die bringen das Rad zum Radladen, damit es geputzt wird. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, weiß nicht, weil allein der Weg dahin finde ich schon so beschwerlich, dass ich lieber das Rad selber putze. Ja, aber ich stelle mir vor, jeden Tag musst du es ja eigentlich machen, wenn im Winter hier in Deutschland. Ich meine, Berlin ist halt auch nicht Köln, ne? In Berlin ist ja jede Strecke immer 10 Kilometer. So, da bist du in Köln ja schon zweimal durchgefahren, so ungefähr. Hm. Ja, jetzt nicht zweimal, aber es ist halt am Ende nicht das Gleiche. Ja, aber jetzt. Ey, man könnte eigentlich locker jemanden auf 450 Basis dafür einstellen, oder? Wenn man genug Geld hätte. Aber der muss es ja auch irgendwo putzen. Oder holt er das dann jeden Tag ab? Nee, der kommt dann mit zu dir immer. Sagst du, ey, ich bin um 17 Uhr vom Training wieder da. Komm mal vorbei. Stellenausschreibung ist raus. Ja. Alle an as@besenwagen.com. Nee, also mittlerweile putze ich mein Fahrrad ja sogar gerne, aber so als Prof früher habe ich auch wenig wie möglich geputzt eigentlich. Und deswegen so. Ich habe es eigentlich einmal im Monat höchstens. Aber da wollte ich eigentlich auch mal mit euch drüber sprechen, ne? Weil Pauls Fahrrad, das ist ja immer wie geleckt, ne? Und deins Fahrrad, habe ich noch nie so sauber gesehen wie das von Paul. Vielleicht außer am ersten Tag, als die Fotos gemacht worden sind. Ich habe extra das Fahrrad nicht gefahren, bevor die Fotos gemacht wurden. Stimmt, Bastis Rad ist immer richtig dreckig, aber mein Rad ist tendenziell auch eher dreckig. Ich putze es vielleicht nicht öfters. Ja, aber jetzt pass auf, ne? Ich habe ja dieses Tarmac, war so ein bisschen so ein Zwischenrad, weil die eine Kreissäge war kaputt und die neue war noch nicht da und ich habe ein Rad gebraucht und habe das ja relativ günstig geschossen, den Rahmen, und alles andere hatte ich noch. Und jetzt will ich halt die neue Kreissäge. Was man so rumliegen hat, Dura-Ace Powermeter. Dura-Ace, ja klar. Er war halt vorher schon in der anderen Kreissäge alles dran und es war nur der Rahmen kaputt. Und jetzt habe ich ja dieses neue Ding, da habe ich ja sowieso eine komplett neue Gruppe für gebraucht, weil es ja Scheibe war. Und das ist halt jetzt so geil, dass ich es nicht so viel draußen im schlechten Nassen fahren will. Und deswegen fahre ich dann das Tarmac, was natürlich auch irgendwie schrottig ist. Aber da ist der Lack eh schon irgendwie scheiße an dem Rad und so weiter. Aber jetzt, wo wir drüber reden, eigentlich bräuchte ich so ein paar Leichtgewicht-Schutzbleche dafür. Das Rad wiegt nämlich original 6,4 Kilo all inklusive. Und jetzt bräuchte ich eigentlich so ein paar Carbon-Schutzbleche noch dafür. Gibt's sowas? Carbon? Bestimmt. Aber ja, das ist auch nochmal so eine Frage. Also ich mag Schutzbleche optisch ja gar nicht, ne? Aber es macht einfach nur Sinn. Ja, niemand mag die. Ja klar, macht Sinn, aber man muss ja nicht alles machen, was Sinn macht. Wer mag Schutzbleche? Fährst du ohne? Ja, also wenn es so hart ist, dass ich wirklich mit Schutzbleche fahren müsste, dann fahre ich nicht. Das stimmt. Ja, aber manchmal im Winter. Ich fahre ich Cross. Weißt du, anderthalb Stunden Cross. Da schwitzt du eh. Ja. Und dann ist auch egal, dreckig bist du eh. Das ist ja Schutzbleche, sind ja damit, für Straße.
Das ist genau. Nein, aber ich meine nur, also als Alternative, bevor ich auf die Straße gehe, meine ich. Damit. Im Winter verdunstet ja auch nichts und wenn es dann geregnet hat und regnet gar nicht mehr, aber es ist halt ultra nass, das ist halt scheiße. Ey, wir haben bei uns hier eine Strecke, die geht vom Auerbacher Tunnel zum Hüttenweg, die Berliner werden das kennen, und ey, da kann es überall trocken sein, du kommst da rauf und da ist immer nass. Ich habe schon mal auf eine Petition starten für eine Heizung, für eine Asphaltheizung da, weil du kommst mit einem sauberen Rad an, spätestens da wird es halt dreckig, auch wenn es überall sonst trocken ist. Ja, aber das weiß man ja auch jetzt mittlerweile, dann meidet man die Strecke vielleicht, wenn es nass sein könnte. Ja, aber die Wege drumherum sind nicht so geil, also es ist schon der beste Weg, aber leider halt auch der dreckigste. Ja, aber das, eigentlich habe ich immer gedacht, so ein Radputzservice. Es müsste eigentlich so einen Bus geben, der rumfährt und so. Es gibt es in den USA zum Beispiel, da gibt es ja super oft nur noch so mobile Fahrradmechaniker. Weißt du, die kommen dann wie so ein Eiswagen und sagen so, ding, 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 hier, ich bin da. Oder die sammeln die ein und reparieren die irgendwo und fahren wieder zurück. Also so einen klassischen Radladen. Habe ich noch nie gehört. Ist dann da gar nicht, sondern. Ja, das musst du dir so vorstellen wie Flaschenpost oder so Getränkelieferanten. Vorstellen kann ich mir das schon. Ich habe es trotzdem noch nie gehört, dass es das gibt. So, du sagst halt hier, mein Fahrrad muss gewartet werden, keine Ahnung. Und dann fährt einer rum, sammelt die ein. Dann brauchst du halt keinen teuren Radladen in der Stadt, sondern irgendwo im Industriegebiet. Da stehen dann ein paar Mechaniker, die machen das dann alles und dann bringen die das Rad wieder zurück. Also gehört habe ich das auch schon. Schöne Geschäftsidee. Mhm. Wenn einer also jetzt in Köln gibt es auf jeden Fall eine gute Idee dazu hat. Das landet sonst wieder in meiner Schublade mit Geschäftsideen, die ich besser mal gemacht hätte. Ja, genau. Ja, aber ich finde auch gut, dass du dann hier sagst. Ja, gut, ganz ehrlich, wenn dann so langweilig zunächst einer mein Fahrrad abholt, es mir am nächsten Tag sauber wiederbringt, alles gut. Weil so mit einem dreckigen Radfahren, das ist schon jetzt immer noch so eine Motivationshürde, finde ich. Der Werbepartner der dieswöchigen Besenwagen-Folge ist Fingers Crossed. Und Fingers Crossed hat jetzt endlich mein Lieblingsprodukt, ich warte schon lange darauf, rausgebracht. Eben Radsport, sagen wir, eines meiner Lieblingsprodukte. Aber ich liebe Übersocken. Ich bin groß geworden mit Übersocken. Wir haben uns früher riesige Nike-Tennissocken gekauft und haben die unten ausgeschnitten, dass das Übersocken waren im Winter. Es gibt jetzt endlich von Fingers Crossed Übersocken. Es gibt auch jetzt dafür eine eigene Regel. Ja, wie der Name schon sagt, Übersocken, die gehen über die Beinlänge. Krass, richtig krass. Es ist anders als die normalen Socken. Ja, und die gibt es jetzt von Fingers Crossed. Wie du sagst, ich finde es auch eigentlich mega geil. Paul ist nicht so ein Fan, weiß ich. Aber Übersocken habe ich schon immer gehabt. So auch im belgischen Radsportteam hat mir das auch immer in verschiedenen Farben auch sogar. Gibt es auch in drei Farben von Fingers Crossed, und zwar in Schwarz, Oliv, habe ich mir schon bestellt, und in Weiß. Weiß, weiß ich nicht. Eigentlich ja cool, ne? Aber werden auch schnell dreckig. Ja, halt nur bei schönen Wetter, kalten Tagen. Aber, genau. aber ganz kurz, was bringen so eine Socken? Ja, die sind wärmer einfach als ohne Übersocken. Ist auch ganz klar, Paul. Also, ist wie ein Überschuh, aber halt ein bisschen angenehmer noch. Wenn dir das nicht warm genug ist, gibt es jetzt auch die Merino-Socken. Das ist nämlich also einer meiner Lieblingsprodukte, die es noch nicht so lange im Radsport gibt, die ich geil. Den betreibe, aber die kannst du nämlich auch anziehen ohne Überschuhe. Ist ja trotzdem warm. Ja, aber manchmal nicht warm genug. Und dann kannst du noch ein paar Socken drüber ziehen. Also die Merino-Socken gibt es auf jeden Fall jetzt auch, nämlich in neuen Farben. Die gab es schon länger. Habe ich auch schon welche. Kann man auch super geil normal anziehen. Also ich ziehe die auch oft so an. Ich ziehe auch die Übersocken normal an. Ja, das ist so aber die Sneaker. Die Übersocken sind übrigens ja da sind ja schon die Cleats, also ist schon alles ausgeschnitten und umgenäht. Also da muss man das nicht selber machen, wie man es halt früher bei den Nike-Socken gemacht hat. Genau, Merino-Socken gibt es jetzt nämlich auch endlich mal in anderen Farben. Senffarben, dunkelblau, dunkelgrau, schwarz, oliv und in Neongelb für den Paul, damit er auch gesehen wird. Sicher und warm durch den Winter, würde Leute, ich sagen. Leute, egal was ihr macht, Merino-Socken oder Übersocken, kauft euch auf jeden Fall nicht so Klick-Winterschuhe. Das ist super weird. Leute, die das haben, nee, man, das super macht man weird. Nicht. Das macht man wirklich nicht. Alter. Das ist das Hässlichste, was es gibt. Die gibt es auch nicht bei Fingers Crossed. Nee. Noch nicht. Vielleicht gibt es bald Socken mit Klick dran. Nein, Quatsch. Aber auf die Merino-Socken und die Übersocken und alles andere gibt es nach wie vor 20% mit dem Code
Besenwagen 20. Besenwagen 20, exakt. Nicht so schwer zu merken. Ja. Hey Leute, ihr habt euch beide gesehen am Wochenende. Erzählt ganz kurz, wie war's? Immer diese motivierte ja, Bundesliga-Berichte. Ja, das war gar nicht so lila, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, tschüss. Bei Lotto Kleinhaus. Lila Wochenende, ja. Es war relativ zivilisiert. Ziemlich langweilig, so ein Bundesliga-Rennen, muss man sagen. Also Paul war, glaube ich, noch langweiliger als mir, weil Paul ist im Auto hinterhergefahren. Ich habe mich ja dann nach zwei Runden an den Streckenrand gestellt, damit ich wenigstens etwas sehe vom Rennen. Ansonsten nee, stimmt, da hinten siehst du gar nichts. Das Auto, ne? War echt hart. Nee, aber auch auf der Strecke, du kannst halt nicht vorbeifahren. Wir hatten dann einmal auch zweimal Schaden hintereinander, wodurch die Jungs aus dem Rennen mehr oder weniger rausgeflogen sind. Ey, du kommst dann halt da nicht hin und Alter, das ist halt so, manchmal habe ich mich halt gefragt, warum ich überhaupt dieses Auto da gerade fahre, warum ich mich nicht einfach an die Strecke stelle, weil zu den Sportlern kommst du eh nicht hin, wenn sie einen Schaden haben, dann stellst du dich lieber hin auf der Runde und wartest da jedes Mal. Da yeah, es gab eine Stelle, wo du auch so abkürzen konntest, ich weiß nicht, ob es erlaubt ja, war, genau. Aber da haben wir ein paar Mal abgekürzt. Ja, durftest du, ja. Da hast du immer so ein Teil weggelassen, das wäre, glaube ich, noch sinnvoller gewesen, aber du hast ja auch sonst gar keinen Einfluss ins Renngeschehen oder so. Also du kannst ja gar nicht irgendwie sprechen. Es ging gar nicht. Ja, super schwierig, da musste immer einer zurückkommen und so. Ich weiß noch, als ich Bundesliga gefahren bin, da gab es noch Funk im Rennen. So, ich finde, das macht auch gerade in den Nachwuchsklassen eigentlich noch eher Sinn. Ja, es gibt keinen Funk. Das ist schon seit Jahren verboten. Ne? Das wäre aber, ich verstehe nicht, warum. Also, wie sollen die das Rennfahren lernen? Außer, dass du halt nach dem Rennen immer das Rennen nochmal analysierst und runterbrichst und so, aber selbst ich glaube, dass die Bundesliga-Radrennen aktiver gefahren werden würden. Und also ich glaube, dass sie spannender wären mit Funk. Ja, ich glaube, es würde auf jeden Fall den Sportlern auch schneller, die könnten schneller lernen einfach. Hm. So, naja. Ansonsten war das Rennen relativ unspektakulär, ne? Irgendwie. Also es war so eher so ein Ausscheidungsfahren, das liegt natürlich auch an der Runde. Es war Deutsche Bergmeisterschaft übrigens. Dann für die Leute, nämlich alle, die jetzt eigentlich noch gar keine Ahnung haben, wie es ausgegangen ist, sind mal unsere zwei Jumbo-Devo-Freunde mitgefahren. Team Jumbo-Visma Development, Maurice Ballerstedt, Michael Hessmann, die sind auch Erster und Zweiter geworden direkt. dazu muss man aber nicht deutscher Meister. Dazu muss man sagen, Maurice Ballerstedt hat grandios Vorarbeit geleistet für Michael Hessmann, hat zweimal attackiert, dass Michael nur hinterherfahren musste. Nur Helferdienst natürlich. Ja, auf jeden Fall haben sie das Rennen gewonnen, aber sind keine Elite-Bergmeister, was mich jetzt so ein bisschen verwirrt hat, weil auch wenn es dann nochmal eine getrennte Wertung geben kann, dann sollte die ja auch zumindest nur für den besten U23-Fahrer gelten. Aber wenn der beides gewinnt, dann ist er halt auch beides, meiner Meinung nach. Also, ja, definitiv ist er das Elite-Rennen gefahren. Das ist so total strange, dass das dann nochmal unterteilt wird. Finde ich auch irgendwie bisschen befremdlich. Aber trotz nochmal kurz Kudos zu Sauerland. Team Sauerland, die sind echt krasses Rennen gefahren. Und vor allem die Stockmann-Brüder, die sind glaube ich Belgier oder Holländer, ne? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall keine Deutschen. Die haben zwei Zwillingspaare. Sauerland. Ja, genau. Wie weird ist das? Ja. Und der eine wird sogar noch Vierter oder Fünfter. Okay, das war mir jetzt neu. Ich dachte, diese Zwillinge wären Belgier, aber anscheinend gibt es jetzt noch ein paar. Ja, es gibt diese Stockau, heißen sie, glaube ich. Stockmann, die sind auch noch Stock. Und das sind ja die beiden, die vorne rausfahren, das sind Zwillinge. Das sind aber, glaube ich, Belgier oder Holländer. Ich glaube, Belgier. Und dann gibt es noch, das gibt es das deutsche Zwillingspaar, wie sie jetzt heißen, weiß ich gar nicht. Genau. Ich gucke schnell, dass wir das noch dass wir das noch einfließen lassen. Ja, aber sonst war da dran. Ja, die haben es offensiv gefahren, das Rennen. Wurde natürlich hinten raus unglaublich schwer, weil das Rennen war sonst auch immer ein bisschen kürzer. Jetzt waren es, glaube ich, 18 Mal diesen 2,5 Minuten Berg darauf. Oder eher 3, wenn es nicht voll gefahren wurde. Und das hatte ich dann doch hinten raus, ist der Vorsprung ziemlich schnell dann kleiner geworden von der Spitzengruppe. Und es sind dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Sprint angekommen sind. Ja, und die zwei von Jumbo haben dann Platz 1 und 2 belegt. Christian Koch ist Vierter geworden, konnte damit dann die Bundesliga-Gesamtwertung nach 2,5 Radrennen für sich entscheiden. Einmal kurze Frage, und, wie knapp war es mit Gessner? Hätte er einen Platz weiter hinten sein dürfen? Oder? Ich glaube schon, ja. Also die
Punkteabstufungen in der Bundesliga sind ja relativ groß. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es gab so verschiedene Szenarien, aber einen Platz dazwischen hätte immer gereicht. Also selbst wenn er gewinnt dann und er wird Zweiter, dann hätte es gereicht. Aber ja, jetzt hat sich die Klebeaktion mit dem lila Fahrrad und dem Helm und was noch alles in lila eingefärbt worden ist, zumindest ja mal, ist nicht nach hinten losgegangen, sagen wir so. Ja, ich wollte gerade sagen, gelohnt ist jetzt vielleicht auch falsch formuliert. Also es stimmt wirklich. Ja, wobei, also ich persönlich bin ja jetzt absolut kein Fan von so Einfärbung von allen möglichen Komponenten und sonst was, wenn man irgendein Führungstrikot hat. Aber so die ganzen, also Hersteller, die in dem Team als Sponsor aktiv sind, die fanden das irgendwie ganz toll. Ne? Die sind irgendwie noch so alter Radsport, keine Ahnung. Also die haben es ja auch alles so beigesteuert. Ne? Flaschenhalter in der Farbe, Lenkerband, Hose, die kam leider nicht. Die kam irgendwie erst ein paar Tage später jetzt an. Aber die finden das irgendwie alle noch ja, toll. Gut, die Diskussion haben wir ja öfter, ob das für immer so bleiben muss, was der alte Radsport toll findet. Ja, ansonsten habe ich in jeder, nachdem die dann immer vorbei waren, habe ich immer direkt von einer Rundfahrt weitergeguckt. Das Wichtigste. Kurz nochmal, bevor wir dazu kommen, nochmal, ich habe Louis und Johann Leinau. Und es ist auch hier wirklich mit Geburtsdaten angegeben, es sind wirklich zwei Zwillingspaare. Michiel und Abraham Stockmann. Das sind Belgier, ne? Okay. Ja, muss man sagen. Nicht. Die haben, ich glaube, der Moni hat ein bisschen geschwitzt zwischenzeitlich. Als die Sauerländer, die hatten, glaube ich, drei Leute erstmal in der Spitzengruppe gehabt. Ja. Und zumindest mal einer von den beiden war dann für die Gesamtwertung noch theoretisch sogar gar nicht so ungefährlich. Also wenn dann hinten irgendwas nicht funktioniert hätte mit einer weiteren Top-10-Platzierung oder so, dann wäre es eng geworden. Ich hatte ja eigentlich immer noch so ein bisschen gedacht, ja okay, wenn die jetzt durchkommen, in der letzten Runde hängt Sascha Weber die sowieso alle ab, aber der hat vielleicht auch schon ein paar Körner unterwegs gelassen und war dann auch nicht mehr so frisch am Mountainbike-Weber. Schluss. Mountainbike-Weber? Oder? Ja, Mountainbike-Weber. Da bin ich im Auto ausgerastet, weil die ganze Zeit gesagt haben, Michael Schwarzmann. Weil was? Und die ganze Zeit waren. Ein schwarzes Trikot angehabt, ja. Die ganze Zeit waren irgendwelche World Tour-Fahrer oder PKT-Fahrer genannt, weil es gab eine offizielle Meldung und da hatten die anscheinend gemeldet. So, und dann haben die natürlich nicht die Nummer abgeholt, sondern der Sascha Weber hat natürlich dann die Nummer bekommen, die in der offiziellen Meldung, die vor ein paar Monaten gemacht wurde, was ich, halt an Schwarzmann gegangen wäre, Michael Schwarzmann von Bora Hansgrohe. Und dann haben die ganze Zeit im Funk Michael Schwarzmann gesagt, da haben die sogar beim Ziel gesagt, oh, der Bora Hansgrohe Profi, bla bla bla. Und die Gruppe fährt an dem Typen vorbei und denke, Alter, der fährt auf einem Bahrain-Merida-Rad, der fährt komplett in Schwarz. Und verdammt nochmal, das ist nicht Michael Schwarzmann von Bora Hansgrohe, der ist verdammt nochmal in Spanien unterwegs. Und das ist so, über so eine Kleinigkeit können mich aufregen, weil das so offensichtlich ist. Wenn du es einmal falsch sagst, zweimal okay, aber dann für Stunden immer die falschen Namen sagst, konstant. Und dann irgendeiner muss so eine richtige Liste haben. Am Ende, stell mir vor, der gewinnt am Ende und dann steht überall, ja, Michael Schwarzmann ist deutscher Bergmeister geworden, obwohl er gar nicht am Start war. Pressemitteilung, alles noch inklusive mit Michael Schwarzmann kriegt noch ein Trikot nachgesendet nach Spanien. Ja, genau. Ey, unglaublich. Ey. Kann man das dann bei einer Bergetappe eigentlich fahren? Bergmeister-Trikot? Ich denke schon. Ey, warum gibt es diese Meisterschaft eigentlich noch? Ich bin total behämmert, ganz ehrlich. Das müssen wir auch Bergzeit fahren machen. Ja, aber halt so. Auch an einem richtigen Berg, ne? Ja, oder echt, ey, da hast du so einen kurzen Anstieg da und dann irgendwie eine Woche vorher gefühlt ist eine Bergmeisterschaft auf einem anderen Rundkurs, wo aber auch alle Rennklassen da sind. Und, seltsam. Muss mir mal einer erklären. Strange. Ah, gut, ich habe noch zwei Boulevardthemen zum Radsport, bevor wir vielleicht mit den richtigen Rennen anfangen. Finde ich gut, Besenwagen Boulevard. Ja, ein bisschen Gossip, so finde ich immer wichtig. Vorsicht, Wout van Aert, ja. War ja jetzt groß in der Presse wieder, weiß nicht, hat wohl vorne mitgefahren bei irgendeinem guten Rennen. Und dann haben die ja nachher auf Twitter und überall die Fotos von den beiden, ne? Van der Poel und Van Aert immer so
mit 15 oder mit 12 oder was auch immer, so lange sind die schon immer zusammen auf dem Podium und gegeneinander und bla, ne? Und dann war da so ein Bild oder mehrere, wo der halt so mit 12 drauf war und da hat der auch schon diese weiße Strähne da vorne. Färbt er sich die, seit er 12 ist, oder hat er da so einen Pigmentfehler? Ist ein Gendefekt. Find ich sehr interessant. Ich würde jetzt tippen, dass das so eine Pigmentstörung ist, oder? Würde ich jetzt also auch mal tippen. Kann er auch nicht, kann er auch sonst nicht ernst meinen. Nee, also wäre krass. Also ich meine, okay, so ein Boygroup-Zeitalter vielleicht, ja. Obwohl, ja, der ist so jung, das passt überhaupt nicht. Ein Kumpel von mir hat das aber auch. Der hat hier so eine komplette Strähne. Ja. So, ich dachte die, aber bis nicht, jetzt, also dass es gefärbt wäre, weil ich es ja nur in Erwachsenen bei ihm kenne und es ja irgendwie gewollt aussieht. Aber ich finde halt, es erinnert mich immer an so ein Anime. Ja, genau. Anime. So Yu-Gi-Oh! Mäßig. Anime, ja. Ich finde es ja, halt, genau. Ich find's halt so krass. Aber so fährt er ja auch, ne? Ich finde es halt so krass, die Bilder, die habe ich ja auch gesehen. Und dann, wo dann so von Weltmeisterschaften Junioren Bilder dabei sind, wo die aber aussehen wie 10 Jahre. Ja, ne? Die auch richtig, richtig wie kleine Kinder und die sind aber dann irgendwie trotzdem schon 17 oder 18. Ja, das ist so krass, Mann. Und halt seitdem bekriegen die sich oder bekämpfen die sich bei Radrennen. Das ist halt so heftig, ne? Ja, also das war die meisten halt aus dem Cross, ne? Ich weiß gar nicht, ob Van Aert wirklich mal auf der Straße gefahren ist. Weil Van der Poel zum Beispiel, der war ja auch mal Junioren-Weltmeister auf der Straße schon, ne? Ja. Vor Mats Pedersen übrigens. Hm. Und ich weiß gar nicht, wann Van Aert wirklich das erste Mal so auf die Straße gegangen ist. Auch erst so im Männerbereich, oder? Also da habe ich ihn zum ersten Mal so auf dem Schirm gehabt, als er dann für sein altes Team da, die immer so ein bisschen Straßenrennen als Vorbereitung gefahren sind, dann schon mal vorne mit dabei war. Aber ja, der hat so ein kleines, großes Rennen gewonnen jetzt. Ja. Wer jetzt? Ich habe richtig getippt. Baut von, ach nee, stimmt, hat er gar nicht gewonnen. Nee, Van der Poel hat gewonnen. Van der Poel hat gewonnen. Ich war immer noch, dann habe ich falsch getippt. Das war aber auch fair, dass Van der Poel gewinnt. Ja, fand ich auch. Wort von Art, ja. Genug gewonnen. Ey, und das Krasse, also Flandern-Rundfahrt hat er gewonnen, Van der Poel. Und ich fand also was mir am meisten imponiert hat, war jetzt nicht, dass sie irgendwie auf diesem 5 cm Randstein am Koppenberg attackiert haben, sondern dass von den, ich glaube, letzten 600 Metern mindestens hat Mathieu Van der Poel einfach 400 Meter konstant gefühlt nach hinten geguckt und ist einfach auf einer schnurgeraden Linie Richtung Ziel gefahren. Genau. Ey, der ist einfach mit, weiß ich nicht, 40, 45 km/h, keine Ahnung, wie schnell die da zu dem Zeitpunkt gefahren sind, einfach hat sich konstant nach hinten gedreht. Also hat wirklich nur so, vielleicht mal so für eine halbe Sekunde mal kurz nach vorne geguckt, dann wieder nach hinten geguckt, einfach meterlang geradeaus gefahren und ist nicht einen Zentimeter von seiner scheiß Fahrlinie abgekommen. Unglaublich. Ich hab's auch so gefeiert. Also das, endlich mal kein Bullshit in so einem Sprint. Also, ne, ist jetzt nicht blöd, dass er nicht dabei war, aber ich war froh, dass er nicht dabei war. Der hätte auch nicht gewonnen. Der hätte auch nicht gewonnen, aber einfach mal Sprint Royal, zwei gegeneinander, die vorher ungefähr zu gleichen Teilen geführt haben, die ultra konzentriert beide in derselben Millisekunde angetreten haben, weil sie sich voll aufeinander konzentriert haben und beide einfach gerade ausfahren im Sprint, keine Welle und auch ungefähr gleich stark sind und es entscheidet dann so 10 Zentimeter. Super geil. Was ich halt einfach auch krass finde, ist halt das erste, also zumindest für mich so Rennen, wo die beiden im Finale zusammen die Hauptakteure sind und dann auch zusammen alleine zum Ziel kommen und alleine gegeneinander den Sprint ausfahren um den Sieg. Das war irgendwie so das Duell der Giganten. Und es war halt auch wirklich, es war kein großer Unterschied dazwischen, ne? Ja, und ich glaube, die haben sich auch, also ich weiß nicht. Jetzt, ich habe eine Frage dazu. Ja, aber also an euch beide. Kurz meinen Eindruck. Aber, ja, okay. Also haben sie im Interview danach auch gesagt, glaube ich, ne? Die haben ja dann einfach gemerkt, dass sie gleich sind, ne? Also da hat sich ja keiner, die haben sich ja nicht mehr versucht zu attackieren. Nee. Weil das ist ja einfach, die haben halt gemerkt, dass die hängen den anderen halt nicht ab und wie sie beide so selbstbewusst in diesen Sprint reingehen und du eigentlich auch weißt, unterschiedliche Sprinter, Van der Poel eher explosiver, Van Aert braucht einen längeren Sprint und dann entscheidet sich Van Aert echt für den kurzen Sprint anstatt den langen, weil der war ja hinten raus, war er ja schneller. Ja, also ich meine, der ist ja dann gekommen nochmal, aber das ist einfach so geil, Mann, also so ein geiles Finale.
also ich hatte richtig Puls. Ich saß ja auch immer im Auto, bin noch Auto gefahren. Und war aber mega geil, Mann. Okay, die Flandern-Rundfahrt 2021. Es kommen wieder die beiden zusammen im Sprint an. Du bist Wout van Aert. Fährst du den Sprint von vorne oder fängst du einfach nur früh an zu sprinten? Ich würde einfach nur früh anfangen zu sprinten. Ja? Weiß ich nicht. Also Van Aert kann auch Van der Poel kann auch einen langen Sprint fahren. Mhm. Ne? Aber du musst halt als, wenn man zu zweit ist, würde ich glaube ich immer den Sprint von vorne fahren, weil der hintere, der muss ja auch noch an dir vorbeifahren. Ja, nee, aber, also der aber, hat eigentlich einen längeren Sprint. Oder halt anfangen zu sprinten, wenn ich der hintere bin. Ich glaube, aber da disagree ich, weil ich glaube, das ist nur in dem Fall, wenn du es so perfekt machst, wie Van der Poel normal saß, der hinten schon die bessere Position, weil du kannst ja halt diesen Moment nutzen, wo der andere... Eins gegen eins? Ja, nee, aber guck mal, das, was Van der Poel gemacht hat, wie du gerade selbst beschrieben hast, Meter lang einfach nach hinten schauen. Ne? Das kriegt ja keiner hin. Kann nicht jeder, so, und normalerweise nutzt du ja immer dann den Moment, wo derjenige mal kurz nach vorne schaut und du trittst an. So, aber in dem Moment, den gab es ja nicht, weil Van der Poel da einfach, keine Ahnung, hatte halt Augen überall. Ich habe noch nie so einen gleichzeitigen Antritt gesehen, glaube ich. Nee, der hat nichts verschenkt. Das war glaube ich, auch gar nicht, dass einer reagiert hat, sondern die haben beide im selben Moment beschlossen, anzutreten. Ja, also du siehst schon, dass. Ja, ich glaube, Van der Poel hat einfach eine Reaktionszeit von, weiß ich nicht, einer Katze oder so. Ja, du siehst schon, dass Van Aert Ticken eher antritt, aber Van der Poel ist ja direkt da. Hm. Und ich glaube, es würde kein anderer, ich habe sowas auch noch nicht gesehen, dass das so, also in so einer Konzentration. So schnell, Und ich glaube, deswegen ist, glaube ich, schon die zweite Posse immer die bessere. Ja. Hat echt nicht viel gefehlt, ne? Nee. Wie viel hätte man noch gebraucht? 15 Meter vielleicht? Ja. Ja, aber du musst halt noch ein ganzes Rad vorbeifahren, ne? Also jetzt sagen, guck mal, die WM letztes Jahr, das war ein ähnlicher Sprint, hat er auch von vorne gewonnen. Dann hat Alaphilippe gegen hier, sag mal, unseren Schweizer Freund bei der Tour die Etappe auch von vorne gewonnen. Also nach so einem schweren Rennen vorher, glaube ich, würde ich immer von vorne fahren. So dieses von hinten fahren. Aber dieses mit dem rumgedreht, nach hinten gucken und nach vorne fahren, das kann man auf jeden Fall mal üben. Ja, das habe ich schon oft geübt oder so. Mal einfach die Augen zumachen. Und wie lange geht das gut? Auch auf jeden Fall warten, wie lange das gut geht. Ja. Nee, mach's vorher die Augen auf. Also. Richtig. Ja, aber das kann man echt üben, glaube ich. Also. Oder man kann es einfach. Ich weiß nicht, ob die üben auch viel Fahrradfahren, glaube ich. Ne? Oder haben das bis jetzt gemacht. Ich glaube auch. Aber ich muss irgendwie so Van der Poel auf dem Rad, finde ich jetzt, sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus. Ne? Der guckt auch immer nur auf den Boden gefühlt. Also ich weiß gar nicht, wie der das macht. Sieht so ein bisschen bucklig aus auch, ne? So an den Bergen, ja. Da habe ich mir schon so, was sagt der Bikefitter dazu? Die sitzen auch beide so ein bisschen, die haben beide krass runden Rücken. Ja, aber das ist eigentlich gut. Das kann ich hier ausgiebig erklären. Ja, dass es nicht schlecht ist, das habe ich mir gedacht. Erklären. Aber Van der Poel ist halt einfach breit, hat halt super breite Schultern. Das sieht bei dem halt so. Das nimmt man so krass wahr. So wie bei Steven Kruiswijk auch, ne? Der sieht auch super strange auf dem Rad aus, weil er halt einfach irgendwie einen Meter breit ist. Oder hier der de Klerk. Tim de Klerk, ja. Ja, auch witziges Rennen heute. Hat aber keiner gefilmt, wie Van der Poel in den Graben gefahren ist, oder? Nee, da haben sie gerade die Linse gewischt. Nee, haben sie gerade gewischt. Aber habt ihr eigentlich noch was zu sagen zu dem Motorrad, was am Straßenrand stand bei der Flandern-Rundfahrt? Ach ja, schon völlig vergessen. Jeder ist so froh, dass Alaphilippe keinen Terror gemacht hat. Ja, ich fand es schon krass, dass er tatsächlich an dem Zeitpunkt, als er die Attacke fährt, so mit den stärksten Eindruck gemacht hat. Also bei einem Rennen, was er ja vorher, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal gefahren ist, aber wo er jetzt noch nie so in Erscheinung getreten ist und dann direkt bei der, ich weiß gar nicht, kann das mal einer kurz nachgucken, ob er das jetzt als erster gefahren ist? Wo ist eigentlich unser Redakteur schon wieder? Der könnte doch jetzt mal sowas machen. Ich glaube, das war seine erste Teilnahme, ja. Echt? Und dann ist er direkt so dabei, also schon, ich mag ihn ja nicht so gerne, aber so als Rennfahrer, wenn man ihn nur als Rennfahrer sieht, schon ein krasser Typ auf jeden Fall, ne? Ja, kann man nicht sagen. Erst Flandern-Rundfahrt, direkt beim Koppenberg die Attacke setzen. Ohne die Show dann mit allen Vieren. Ohne Cancellara zu besten Zeiten. Ohne die Show mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Bauch, mitten auf der Straße liegen zu bleiben dann. Ja, also ich bin da völlig deiner Meinung. Rennfahrer natürlich geil, war auch mega stark,
wäre wahrscheinlich im Sprint nicht so stark wie die anderen beiden gewesen, aber im Rennen auf jeden Fall. Ja, gut, da kamen ja noch ein paar Berge auch vorher, ne? Also, wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre. Ja. Vielleicht wäre er mit einem von den beiden angekommen. Vielleicht hätte er sie nicht abstellen können und er wäre dann nur Dritter im Sprint geworden. Aber Van der Poel war schon souverän, ne? Aber ich meine, er hat... Van der Poel hat schon souverän das Loch auch zugefahren zu Alaphilippe. Also so ist es ja nicht. Also es ist, ja. Also ich glaube, ja, glaub, die hätten sich halt am Ende... auch, ne? Weil sie eben beide auf diesem kleinen Randstein da fahren können. Was ja auch einfach krass ist nach der Distanz auch und mit der Geschwindigkeit. Mit den Kilometern im Biken, ne? Ja. Ja, schon, war schon sehr beeindruckend. Irgendwie, so also ein Verfolgerfeld ist jetzt keiner so wirklich herausgestochen. So, ne? Nee, man, da war jetzt nicht so, dass einer die Abfahrt verpasst. Wie der Dritter. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da einer noch irgendwie ansatzweise am Koppenberg hätte mitfahren können. Nee, nee, also, gar nicht. Das waren schon so die drei, die dann da vorne rausgefahren sind. Ja, ich bin mal gespannt, wie es im Frühjahr aussieht. Jetzt war es auch eben schon der, also Mitte Oktober bei dem Radrennen, ne? Wie es im Frühjahr dann zur Sache geht, freue ich mich, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert, bis zur Flandern runter. Jetzt so mit De Panne heute noch und den anderen Klassikern, die jetzt so in den letzten zwei Wochen noch waren, nimmt man das oder nehme ich das dieses Jahr zum ersten Mal so krass wahr, während diese Grand Tours gleichzeitig sind, dass es einfach zwei verschiedene Sportarten sind. Ja. Es sind einfach zwei verschiedene Fahrertypen, Sportlertypen, die unterschiedliche Wettkämpfe bestreiten. Das ist echt krass. Und auch, das ist echt ein völlig anderes Game. So ein Klassiker. Ja gut, jetzt war das Wetter teilweise extrem jetzt. Irgendwie im Herbst nochmal auch. Ne? Also heute bei beim Rennen waren es irgendwie am Ende bis zu 50 km/h Windböen. Mhm. Das war schon brutal. Also da sind ja dann auch mehrere Stürze passiert. Van der Poel, der dann irgendwie gerade auf der rechten Seite die Gruppe noch überholen wollte, wurde dann durch so eine Windböe, gab es eine Welle durch die Gruppe, einfach mal von der Straße gehauen, aber dann direkt in so einen 2 Meter tiefen Graben. Ja, ist schon was anderes so, ne? Also, ich meine, im Frühjahr ist es von, zumindest mal von den Temperaturen her meistens nicht besser, eher schlechter. Das ist halt brutal, diese Rennen so, ne? Mit welcher Härte die auch gefahren werden. Also, das ist gar nicht so, was ich so, bevor ich die Rennen zum ersten Mal gefahren habe, dachte ich immer so, ja, okay, du musst jetzt besonders gut so einen kurzen Kopfsteinpflasterberg rauffahren können. Aber das ist es überhaupt nicht. Nee, also, da nicht, wird eher die meiste Zeit, bis auf die letzten paar Berge, wird da eigentlich eher so langsam gefahren, wie es geht. So, aber der Positionskampf vorher und auch die Geschwindigkeit, die du vorher hast, ne, wenn du dann teilweise so Straßen hast, die super schlecht rollen, irgendwie so schlechter Asphalt sind, so 1, 2, 3, 4% Steigung vielleicht haben, ja, da fährst du halt einfach schon voll Anschlag. So, und musst dann halt noch zur Kurve sprinten und dann bist du im Berg drin und dann machst du erstmal wieder ruhig, weil, okay, da hast jetzt die Position, versuchst du irgendwie zu halten. Es ist einfach so krass, was für einen riesen Motor man eigentlich für diese Rennen braucht und gar nicht diese Explosivität. Die ist dann halt vielleicht nach 6 Stunden gefragt oder so, ne? Erstmal dann eben nach 220 Kilometern am Koppenberg oder so. Das ist irgendwie. Ja, oder gut, aber das bekloppt dann den Rennen, ist ja, wie du gerade wirklich sagst, dass die Kämpfe vor den Herrlingen so krass ist und dann fährt man langsam hoch. Und du fragst dich jedes Mal wieder, warum macht man diese Scheiße eigentlich, dass man sich in die Fresse haut, leicht abfallende Straßen, fährst mit 65, 70 auf so eine beschissene Kurve zu, die von einer Autobahnbreite auf einmal irgendwie einspurig wird, um danach langsam zu fahren. Ja? Und das passiert ja keine Ahnung, wie oft bei der Flandernrundfahrt. Weil du fährst dann halt den Berg rauf und oben geht es dann halt wieder, zieht sich das Feld in die Länge und wenn du halt irgendwie so gewisse Streckenabschnitte einfach nicht vorne bist, das kostet dich so viel Energie, die holt es am Ende eigentlich nicht mehr wieder auf, ne? Das ist es halt so. Und ich finde halt krass, dass so ein Alaphilippe, der hat das irgendwie dann dran, ne? So, der hat die Erfahrung nicht, so wie hat aber das die Team, werden ne? die Rennen gefahren, das aber der macht es anders. Ja, natürlich, klar. Aber also die haben ihn halt auch trotzdem umsetzen können. Ne? Klar, die haben ihn aber auch in Position gebracht. Er hatte halt auch Leute, die das Leadout gefahren sind in die Berge rein, die selbst normalerweise so Siegkandidaten sind. Also es ist ja auch schon, also ich glaube, dass in einem anderen Team der vielleicht auch nicht ganz so souverän aussehen würde, weil er da mehr alleine handeln muss und du bist halt in dem besten Klassiker-Team unterwegs, ne? Und dann halt auch einer der besten Rennfahrer, die es überhaupt gibt. Ja. Oh, ich habe jetzt immer noch keine Sprachnachricht von Nils Poll bekommen. Ich kriege gerade eine von Jonas Rutsch über das Rennen heute.
Aber ich weiß nicht, ob er, der ist, musste leider aussteigen. Ich weiß noch gar nicht, wie es jetzt bei ihm gelaufen ist. Können wir, hole ich mir gleich erstmal an. Mhm. Vielleicht komme ich dann noch hier reinspielen oder nicht. Ja, ich dachte. Aber es gab eine Menge Stürze heute auch, auf jeden Fall. Da habe ich mir auch schon so gedacht, okay, am Anfang des Rennens waren es, glaube ich, 40 km/h Wind und am Ende halt deutlich mehr. Da dachte ich mir auch so, okay, also ab wann ist zu viel Wind auch, ne? Wenn du so siehst, dass einfach so teilweise echt Fahrer von der Straße geweht werden. Aber gut, es sind eigentlich dann am Ende trotzdem so die Leute vorne gewesen, die bei so einem Rennen meistens da vorne gewesen wären, wenn es zumindest mal genügend Wind für Windkante gewesen wäre. Ja, ich dachte mir auch, so ein Yves Lampert, ne, was du eben gesagt hast, das ist halt auch, dass du so einen Motor brauchst für über diese nach 200 Kilometern nochmal so richtig schnell fahren. Wie oft hat Yves Lampert schon ein Rennen so aus der Position raus gewonnen, dann alleine, dass du es einfach kannst, dass du einfach irgendwie so ein paar Kilometer vor Schluss dann, weil du die Möglichkeit taktisch hast, alleine die Gruppe attackierst, keiner hat Bock hinterher zu fahren und du ziehst es aber halt dann, du musst es ja auch durchziehen. Die fahren ja dann auch nicht langsam da hinten. Und bei dem ist es halt, der fährt raus und du weißt halt in dem Moment, es war ein super spannendes Rennen, das hat es fast schon wieder langweilig gemacht, dass der da bei 5 Kilometern dann einfach attackiert hat und die Attacke hat gesessen. Mhm. Dann weißt du halt auch, okay, das war's jetzt, der zieht es durch. Ey, das hat aber Degel auch verzockt, muss ich sagen. Vielleicht konnte er nicht, so in dem Augenblick, aber da hätte er mal ein Loch auf zufahren müssen, dann eben zum Lampert. Klar, dann wäre danach auch der Nächste wieder gesprungen und so. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht war es auch okay so. Und man hätte gegen Quickstep da eh nichts machen können. Ich meine, die hätten noch 4 Leute, glaube ich, in einer 8-Mann-Spitzengruppe, 9-Mann-Spitzengruppe. Keine Ahnung, wie viel es jetzt waren. Das wäre eh super schwierig geworden. Aber das eine Loch, dass die zweite Attacke direkt sitzt, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das dauert ein bisschen. Naja, aber Degel, super krass, ne? Mhm. Also die letzten Rennen alle super stark. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was er in Flandern genau geworden ist, aber der war auch 9. glaube ich, mit dabei. Der war auf jeden Fall wird 9. Wieder eine, also ganz ehrlich, 6., 9., 4. jetzt bei den letzten Rennen. Gut, sein absolutes Highlight wird jetzt abgesagt oder wurde abgesagt mit Roubaix. Eine richtig gute Klassikersaison gefahren, so. Ich hätte nicht gedacht, dass er so in Schwung kommt, um ehrlich zu sein. Also ich habe also ja, ne? Ich meine, nach der Tour dachte ich sowieso, oh scheiße, ey, irgendwie super schwer gestürzt, direkt auf der ersten Etappe. Und jetzt ohne so eine Tour in den Beinen, dann eben bei den Klassikern so nochmal in Form zu kommen, fand ich auch, habe ich gar nicht so mit gerechnet, wie du sagst, ne? Ich bin jetzt mal gespannt, so im Frühjahr, falls die Klassiker alle wieder zum selben ursprünglichen Zeitpunkt stattfinden, wie er da zurückkommt. Ja, also er war zumindest auch, mit der richtigen Situation da, ne? Auch bei Flandern war er ja da, als er da sein musste, hat natürlich dann auch nicht die Beine gehabt und mit den 3 Besten des Rennens. Ja, heute auch, ne? Ja, und also, genau, heute auch. Also neben den Beinen halt dann auch das richtige Gespür. Ja, und dann Robé ist nochmal eine Woche später. Oder wäre es jetzt gewesen? Eigentlich ganz am Sonntag, ein paar Tage. Ja. Wäre schon interessant geworden, aber das ist ja auch, glaube ich, ist schon echt jetzt ein bisschen schade, so mit, na gut, Van der Poel gestürzt heute. Die Frage, ob er überhaupt gefahren wäre, wenn er nicht gestürzt wäre, das Rennen heute. Aber das ist, ja, wäre auch ein geiles Duell, glaube ich. Und der wäre so einer wie Degel, hat sich bestimmt auch nochmal weiter nach vorne geschoben. Hätte, glaube ich, ein geiles Rennen werden können. Ja. Und wahrscheinlich regnet es am Sonntag in Roubaix, gehe ich mal von aus. Ja, ey, habt ihr Vuelta schon geguckt eigentlich? Ja, heute ich mal ganz kurz. Gar nicht. Ich fand es ein bisschen, lärm. Ja. Movistar gewinnt heute endlich mal wieder seit Februar das erste Mal. Ey, ich habe direkt Rant, Vorsicht. Als Vuelta-Rennen ist mir jetzt eigentlich völlig scheißegal, aber Froome kassiert einfach auf der ersten Etappe 11 Minuten direkt. So, what the fuck? Denkt ja nicht, dass der in Israel gerade ein bisschen Schweißausbrüche bekommt. Ich reg mich so auf über diesen Deal, seit er stattgefunden hat. Ich meine, man weiß ja nicht, ob die Kohle stimmt, aber wenn das wirklich stimmt und das ist wirklich jetzt die Hälfte. Das, was der abliefert, denn ich reg mich so auf, wenn jemand Geld zum Fenster rausschmeißt, weil ich brauche Geld.
Gibt's mir halt. So, ja, echt wahr, das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich putz auch Räder. Und ey, du verlierst nicht ab. Er kann auch massieren. Du verlierst nicht absichtlich auf der ersten Etappe von der Vuelta 11 Minuten. So, das ist Quatsch. Der ist halt einfach. Aber ich habe das Ganze jetzt so nicht mehr genau verfolgt. Irgendwie, wie war eigentlich so die Kommunikation von Froome? Was hat er so als Ziele rausgegeben? Hat er auch nicht vor der Tour gesagt, er gewinnt jetzt die Tour, oder? Also, wie war das vor der Vuelta? Hat er gesagt, also vor der Vuelta hat, ich fahre jetzt zur Vuelta als Teamkapitän? Ja, doch, oder? Ja. Also hat Brailsford halt gesagt. Und Froomes Instagram- und Twitter-Kommunikation ist so, dass er vor der ersten Etappe der Vuelta so mit so zwei Daumen hoch so ein Bild gemacht hat, so, ja, let's get it on. Und jetzt dann heute, ich habe dann auch mal geguckt, was so drunter kommentiert wurde, vor dem Rennen und nach dem Rennen. Hat dann eigentlich auch, es waren nur Froome-Fans kommentieren da. Und heute hat er dann so, ja. Habe ich ehrlich gesagt auch gelesen. Also ich habe geguckt, ne? Ja. Was schreiben die Leute jetzt so darunter? Aber heute hat er dann was gepostet, so, ja, so direkt ins kalte Wasser geschmissen worden mal wieder. Das ist hier ein richtiger Grand Tour-Start. Aber alles Teil der Rückkehr, so ungefähr. So, und so paar lachende Smileys und so weiter. Es war auf jeden Fall, hätten da Hide the Pain Herald Smileys hingehört, glaube ich. Ich finde es trotzdem geil, wie Ineos gerade Radrennen fährt und das ihre stimmt. eigene Taktik, die sie über Jahre ja irgendwie eigentlich gefestigt hatten, komplett über Bord werfen. Beim Giro jetzt schon 5 Etappen gewonnen. Ja. Und kommt ja auch mindestens noch eine dazu. Also. Und irgendwie habe ich irgendwie so gerade auch das Gefühl, dass Tayo Gegenhardt da noch Bock hat, aufs Podium oder ganz vorne zu fahren. Ja. Oder ganz vorne. Also der sah zumindest ziemlich souverän aus. Also ist schon krass, dass die das jetzt doch ganz gut umgestellt bekommen haben. Auch bei der Tour fand ich schon ziemlich gut, wie sie sich angepasst haben. Ja gut, aber ich hätte es nicht erwartet. Sind ja alles auch keine schlechten Leute. Aber es ist ja einfach mal geil, dass die das dürfen jetzt, ne? Dass sie keinen so harten Captain haben und jeder mal auf eigene Rechnung fahren kann und die auch sau viel gewinnen. Richtig, viel geiler. Ja gut, aber wenn du, aber du darfst ja nicht vergessen, wenn du über Jahre eine Struktur aufbaust, die darauf auszielt, dass du eigentlich von vorne fährst und arbeitest und auch die sportlichen Leiter dementsprechend Taktiken parat haben, ja. Und dann auf einmal änderst du das komplett und fährst eine so aktive Giro zum Beispiel, oder auch die Tour, nachdem Bernal raus war, das war schon geil gewesen, also muss ich schon sagen. Carapaz räumt jetzt richtig erwartet. Bei der Vuelta auf. Wie bitte? Carapaz räumt jetzt richtig bei der Vuelta auf. Der hat da auch richtig Bock auf jeden Fall. Carapace. Carpaccio. Der hat richtig Bock auf jeden Fall auch. Ja. Wie der heute nochmal um die Bergpunkte gefahren ist da am Schluss. Ey, was ich mich auch gerade frage, ist, seid ihr so eine Kommentarleser? Ja, manchmal, wenn das Thema heikel ist, dann gucke ich mir die Kommentare an. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob er dafür jetzt Hate bekommt oder nicht. Deswegen habe ich da mal geguckt, aber sonst nur bei Themen, wo ich jetzt nicht irgendwie einen Kommentar von irgendjemandem haben will, sondern wenn die Chancen da sind, dass da eine gute Diskussion daraus entsteht, dann schon, aber ansonsten muss ich gucken. Wenn so ein solider Shitstorm in Ammarsch ist, dann Social Media, ne? Geht das völlig an mir vorbei übrigens, dann kriege ich gar nichts mehr von mit, außer wenn das, was ihr noch so... Ja, Facebook haben wir eh abgeschaltet, oder? Halt. Ich frage mich, ob jetzt, wenn der Giro vorbei ist, ob ich dann umswitche zur Vuelta, weil sonst kein anderes Radrennen mehr läuft. Aber beim Giro bin ich auf jeden Fall mehr drin aktuell. Ja, Logo. Läuft auch richtig geil. Ja, ich bin mal gespannt. Also überrascht mich jeden Tag aufs Neue, wie sich da unsere Jungs schlagen. Also einen habt ihr schon genannt, Theo. Ist jetzt gerade auf Platz 4 mit einer Sekunde Rückstand übrigens. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh, hoffentlich wird der Giro nicht jetzt so von heute auf morgen gestoppt. Und er ist mit einer Sekunde am Podium vorbei. Und er hat nämlich am ersten Zeitfahren, das ist ja niemals vollgefahren, ne? Weil da hat er noch Geraint Thomas in der Mannschaft. Und da hat er wahrscheinlich gedacht, ah komm, jetzt hier voll, brauche ich nicht zu fahren. Da hat er bestimmt eine Minute, sage ich mal, verschenkt. Ja, aber ich glaube sonst wäre er easy mit dabei. Die Aetna-Etappe war die, wo Geraint abgehängt wurde, Geraint. Und da hat er auch ein bisschen Probleme gehabt, ne? Also das war die einzige Etappe, wo er Zeit verloren hat, glaube ich.
Ja, und seitdem wird er immer stärker, Alter. Die Etappe, die er gewinnt, genau. Der ist mit dem Finger in der Nase gefahren. Ja. Der hätte, glaube ich, viel eher attackieren genau. können. Richtig. Aber ich verstehe, das habe ich echt nicht gecheckt, warum er es nicht gemacht hat. Der sah so souverän aus, Mann. Ja, ist jetzt halt, der ist halt auch noch mega jung, ne? Also klar, auch noch nie jetzt in der Situation gewesen bei einer Grand Tour. Schon allein deswegen finde ich das jetzt einfach geil, dass er jetzt unter den Top 10 in der letzten Woche dabei ist und das nochmal so jetzt dazulernen wird. Und ja, wer weiß, ich meine, der Giro ist halt am Ende jetzt so unfassbar schwer, ne? Also auch ein bisschen zu viel einfach, finde ich, ne? Wie kann man irgendwie 5 Etappen über 200 Kilometer in die letzte Woche reinknallen? Richtig bescheuert. Die eine Überführungsetappe 260 Kilometer in der Grand Tour in der dritten Woche. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen zu viel des Guten. Aber es wird halt jetzt nochmal richtig schwer. Auch es geht jetzt erst so die richtig hohen Berge hoch und da kann auch alles passieren, ne? Also es kann jeder eigentlich da noch aus den Top Ten auch rausfliegen, irgendwie einen schlechten Tag und du bist direkt raus. Ja, ich warte ja jetzt eigentlich. Am Stelvio oben wird Schnee liegen, also heute hatten wir schon Schnee am Straßenrand, das Wetter kommt noch dazu. Es werden jetzt nochmal 3 richtig krasse Etappen und dann nochmal ein abschließendes kurzes Zeitfahren, was vielleicht dann auch entscheidend sein kann. Aktuell super spannend, also nicht nur jetzt aus der Corso-Brille, sondern einfach auch so, der Giro gerade. Ja, auch Wilco Keldermann, ne? Hätte man jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass der da um Sieg fährt. Und auch für Außer die Leute beim ja, Team genau. Bora, die wussten das vorher. Auch Team Sunweb. Die holen sich, ihn da als Helfer rein für Buchmann. Von daher glaube ich nicht, dass du damit gerechnet hast. Ja, hast du zufällig einen Giro-Sieger eingekauft dann vielleicht. Ja, obwohl jetzt Maika wurde jetzt bekannt, geht weg. Weiß nicht, ob die ihn jetzt unbedingt als reinen Helfer geholt haben oder vielleicht auch irgendwie so als. Ja, das hatten sie schon die zweite große Rundfahrt. Nee, so hatten sie schon kommuniziert. Bin ich der Meinung? Ja? Ja, ja. Ja, kann sein. Also Maika war ja. Kann ja auch trotzdem noch. Also Maika war für mich ja noch nie ein Kandidat, um eine Rundfahrt zu gewinnen. Also, nee. Ich finde der Podium bei denen immer schon ziemlich unwahrscheinlich, aber so Keldermann. Aber ich glaube es. Ja, aber Maika hat schon ein paar gute. Der fährt jetzt auch den Giro stark, ne? Also hätte ich auch gar nicht erwartet, dass er den so stark fährt. Hindley. Wie heißt der? Der Sunweb-Fahrer? Ey Junge, der ist ja, ich würde fast sagen, der ist stärker als Keldermann. Ey, Maika war übrigens schon Dritter bei der Vuelta und Fünfter beim Giro, glaube ich. Ne? Ja. Also. Er ist aber alles auch. Der kann schon. Ja. Kann schon so eine Großrunde fahren. Sechster Vuelta, der ist immer so ein Top Ten. Ja, ich sage nicht, dass er nichts kann. Ich habe nur gesagt, dass er für mich nicht so der Kandidat ist, den ich jetzt aufs Podium tippen würde. Denkt ihr, morgen lässt die sizilianische Mafia alle über die Klinge springen in der Stelvio-Abfahrt? Ja, also klassisch, oder? Der klassisch, kommt irgendwo her. Ja, irgendwie kurz vor Kuppe attackieren und dann all in der Abfahrt. Und irgendjemand fährt halt in die Schneewand. Ja, und hat irgendwie noch ein gutes Bein und auf einmal gewinnt der Giro. Ja, also dreieinhalb Minuten musst du jetzt schon erst nochmal gut machen. Ne? Das ist schon. Wie fährt er damals auf Kruiswijk? Das war auch eine krasse Etappe, Mann, als er den Giro dann gewinnt und Kruiswijk verliert ihn noch. Ja, da ist ja dann Chavez sogar kurzzeitig führender gewesen, ne? Der war ja auch noch vor ihm. Ja, genau. Und dann den Tag darauf hat er es dann erst geholt. Mhm. Also, genau. Ja. Da hat er dann nochmal Chavez abgehängt. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt dieses Jahr nicht dran. Ich würde es Keldermann oder Theo auch gönnen. Ja, auch Almeida, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Almeida es schafft. Obwohl. Ey, aber ganz ehrlich, wenn er am Stelvio nicht abgehängt wird morgen, dann hält das morgen. Ja, eigentlich müssen die auf dem ganz langen. Der Schlussanstieg ist auch nicht so, ist auch nicht so krass. Ja, ich glaube, also wenn, hat er nur so Probleme bei so Rhythmuswechseln, bei steilen Bergen. Ja. So, er fährt ja immer so stur sein Tempo weiter, er reagiert ja auch gar nicht auf solche Antritte. Und also je flacher in Anführungszeichen so ein Berg ist, desto schwieriger wird es ja auch so eine Tempo oder so einen Unterschied zu machen. Ne? Ja, Stelvio ist schon lange und steil. Halt auch, ja, gut, aber der ist halt, danach ist es ja noch was bis ins Ziel und so. Ne? Und seine Jungs im Team, die sind jetzt auch echt gut gefahren. Also die waren ja selber noch alle fast unter den Top 10, so die beiden letzten Helfer, die sind, glaube ich, Sechster und oder Siebter und Elfter geworden auf der letzten Bergetappe. Die sind ja auch noch alle da. Also es wird super knapp. Und dann das letzte Zeitfahren, jetzt mit den letzten beiden Zeitfahren, hat er auf jeden Fall Zeit gut gemacht auf Keldermann. Also für mich ist da noch alles drin auf jeden Fall. Und die Etappe Sestriere,
Die wurde jetzt auch noch geändert, weil irgendwie man darf jetzt doch nicht nach Frankreich reinfahren. Ja, mal sehen, wie das dann ist. Ja, die ist auf jeden Fall leichter geworden. Die ist nicht so schwer, ne? Also ich bin mal gespannt. Ich finde es halt einfach nur krass. Ich meine, das ist ein Neoprofi. Der ist jetzt in der dritten Woche von der Rundfahrt. Hör auf, das Ding immer Neoprofi zu nennen, Mann. Der ist letztes Jahr schon beim PKT-Team gefahren, Mann. Der ist kein Neoprofi. Ja, ich meine, die waren auf dem Papier. Nee, ich glaube, das ist Quatsch. PKT-Team. Nee, hör auf, dieses Team. Natürlich ist es das. Nein, hör auf. Die hatten den Status nur, um die Tour of California zu fahren. Ja, aber hör auf, dieses Team runterzuspielen, Mann. Die haben so einen hochwertigen Rennkalender. Wenn irgendein deutscher KT-Fahrer so ein Rennprogramm hätte, dann hat er ein besseres Rennprogramm als einige PKT-Teams, Mann. Also ganz ehrlich, diesen Tour of California gefahren, sind in Europa mega viele große Rennen gefahren. Hör auf zu sagen, dass er ein Neoprofi ist. Also was ist denn der letzte Jahr gefahren, außer Kalifornien-Rundfahrt? Nein, ich rede von dem Team auch. Du tust so, als wenn das Team ein Lotto-Kernhaus ist oder LKT Brandenburg. Nein, Mann, ey, trotzdem ist der erst 22, fährt jetzt seine erste richtige Profisaison. Wer ist Tour of Utah? Gibt es übrigens deutsche KT-Teams, die da mitfahren? Aber weißt du, wer dieser die Tour gewonnen hat, wie alt der war? Das ist, ganz ehrlich, ja, Alter ist scheißegal. Aber ich finde es trotzdem krass. Ja, der war Remco, jetzt aber nicht im ersten Jahr. Wie alt ist Remco? 20? Ja? Weißt du? Ja, der ist aber auch noch nicht bei einer Grand Tour vorne mitgefahren. Wäre wahrscheinlich, aber ich werde nur sagen, das ist trotzdem krass einfach. Ja klar, es ist krass, aber dieses Alter schockiert mich gerade gar nicht mehr nach dieser Saison. Oder nach letztem Jahr. Das ist so, gut, der ist halt. Nämlich das Alter ja auch nicht. Ja. Ja, also ein Pogacar, der ist zwar auch mega jung, aber der hat halt schon, war jetzt nicht im ersten Jahr Profi. So, und du hast auch einfach von Joao jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er direkt einen Giro gewinnt. Oder geschweige denn, da unter den ersten 10 fährt. Also, aber ich glaube, der hat auch einfach, das ist auch ein Team, was weiß ich, mit einer Situation. Egal, ich Quickstep, wann waren die das letzte Mal vorne in der großen Rundfahrt? Also allein dieses Jahr und letztes Jahr. Das wollte ich schon sagen. Quickstep kommt irgendwie so zufällig immer zu GC-Fahrern. Auch so ein Enric Mas, der... Ja, aber die, genau, Welter letztes Jahr, also die, ja, ist ja nicht so, dass das erste Mal... Das ist ja irgendwie, das sieht nicht geplant aus bei Quickstep. Aber die sind jedes Mal, die können es dann auch. Ja. Und also die verkaufen die Leute ja dann eigentlich auch immer, weil eigentlich habe ich so den Eindruck, denen reicht diese Klassiker-Unschlagbarkeit und Etappensiege in Grand Tours. Ja, aber ich glaube, das Problem, oder was heißt Problem, das ist ja kein Problem, was Quickstep hat. Also Quickstep ist ganz klar der Fokus auf die Frühjahrsklassiker, das sind einfach für die Sponsoren, für das Team sind das die wichtigsten Rennen des Jahres. So, und wenn du dir den Kader von dem Team anschaust, ja, die haben einfach so ein hochklassiges Klassiker-Team, das einfach das schon das Budget einfach aufraucht, ja. Und du kannst dir halt einfach auch nicht einen großen Rundfahrer jetzt zusätzlich noch leisten. Ich meine, so finanzierst du dir ja das Budget dann auch irgendwo. Du holst dir so junge Leute wie Joao Almeida, der stellt sich als extremer GC-Fahrer heraus und verkaufst ihn dann irgendwie, oder? Ja, aber du hast ja im Radsport keine Ablösung. Du kriegst ja im Team gar nichts. Das heißt, so, du hast gar nichts davon, dass er jetzt ein Giro gewinnt und kannst du das eigentlich, dadurch halt super. Kannst du das machen? Klar, kannst du verkaufen, wenn wenn er einen Vertrag hat und du lässt ihn gehen, dann kannst du eine Ablösung. Also es gibt einfach keine also du hast ja im Fußball zum Beispiel, hättest du jetzt im Vertrag irgendwie Ablösesumme X. Mhm. Ja, also kostet jetzt 150 Millionen, na, wenn du den doch, du hast verkaufen willst. Ja, das ist schon möglich, Staufi. Vertragsstrafen. Ja, es gab solche Sachen, aber es ist jetzt keine Transfersumme im Vertrag festgelegt. So, das haben die sich dann irgendwie darauf geeinigt, dass sie so gesagt haben, ja okay, komm, hier, ich zahle den Rest vom Vertrag an das Team. Ja, so der, aber das ist ja auch eigentlich unüblich so und funktioniert ja auch immer nur auf Einverständnis beider Seiten so. Und eine Transfersumme, die drin ist, die kann ja bezahlt werden und dann kann ein Wechsel vollzogen werden. Das gibt es im Radsport so nicht, weil ja, ist einfach auch gar nicht genug Geld dafür wahrscheinlich dann da. Aber das war immer das Problem, was Quickstep hatte. Also wenn die GC-Fahrer, die sie hatten, zu gut wurden, da musste sich halt irgendwo entschieden werden, aber auch bei anderen Fahrern. So, ne? Also die haben jetzt nie alle ihre Top-Fahrer gehalten. Also als Niki Terpstra zum Beispiel die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat, der wurde dann einfach zu teuer. So, auf die Dauer. Um ihn dann noch als fünften Top-Klassiker-Fahrer da zu haben. Also ich meine, guck dir, wenn du dir das Team anguckst, das ist halt, die haben halt einfach so einen hohen Durchschnitt auch einfach an Top-Fahrern. Das ist einfach ein riesen
Budget, was die an Fahrergehältern haben. Und da müssen sie halt irgendwie schauen, dass sie entweder halt mit so jungen Leuten in der Gesamtwertung dann bei einer großen Rundfahrt irgendwie mitspielen oder jetzt vielleicht mal sogar so einen absoluten Treffer landen. Oder halt, ja, so jemanden, der vielleicht beides kann, wie ein Alaphilipp, ja, der fährt ein Tagesrennen und teilweise die Gesamtwertung vorne mit. Aber ja, glaube ich nicht, dass da irgendwie, ja, sich das Team in nächster Zeit irgendwann mal so darauf ausrichten wird, außer wenn sie halt wirklich jetzt eben wie Remco und Jung Belgier haben, der bei einer Tour oder so vorne mitfahren kann. Aber wenn es jetzt kein Belgier ist, dann glaube ich immer. Im Moment hätten sie die Manpower für eine Grand Tour-Mannschaft auch. Mit einem Almeida am Berg, mit einem Nox vielleicht noch. Dann diese, ich glaub, diese jungen, tun, ich glaub, jungen Italiener, ich glaub, die zwei. Muss da schon noch, ja, ich glaube, man muss aber schon noch den Giro dieses Jahr mit einer Tour, also das kannst du, glaube ich, nie vergleichen. Ich meine, der Giro ist halt unkontrolliert, World Day auch mit, da kannst du auch mit einem B, also Anführungsstrichen B-Team oder einem schwachen A-Team in die kleinste Lob bei der Tour, wo alle on point sind, jeder das A-Game am Start hat, ich glaube, da wird es schwierig. Ja, gut so, also, aber das heißt nicht, dass sie es nicht schaffen können, aber ich glaube, prinzipiell kann man es nicht unbedingt mehr miteinander vergleichen. Du hast schon A-Game-Helper. Also, wir haben jetzt noch nie einen Remco bei einer großen Rundfahrt gesehen, ne? Das kommt ja noch dazu. Also, du weißt gar nicht, wie gut er fahren könnte. Du kannst jetzt gar nicht sagen, das ist unmöglich, die Tour zu gewinnen an seiner Stelle. Ja. Vielleicht. Nee, das sag ich doch gar nicht. Er dir auch mit einer Stunde Vorsprung. Das aber, ist ja alles möglich. Nee, stopp, das habe ich doch gerade gar nicht gesagt. Yeah. Es ging gerade um das Team. Ob das Team in der Lage ist, das dann so zu kontrollieren. Ja, aber du musst Giro machen. Das sage ich auch. Du musst mal überlegen, wenn Almeida Helfer ist, du hast einen Alaphilippe noch dabei. Du hast so Leute wie ein Askren oder so. Das sind ja A-Game-Helfer. Wenn die sich wirklich unterordnen, für im Fantasy-mäßig ein Remco eine Tour zu fahren, bist du eigentlich, Es wird interessant, also ich hoffe, dass Evenepoel nächstes Jahr die Tour fährt, um ehrlich zu sein. Dass sie nicht auf den Giro fahren lassen, sondern direkt zur Tour. Da haben wir ihn, Pogacar, dann irgendwie Van Aert, der eventuell selbst auf Gesamtwertung fährt. Nein, macht er wahrscheinlich nicht, aber Van der Poel ist auch noch nie die Tour gefahren. Ja, mit denen haben wir noch nie im Hochgebirge gesehen. Ja. Wer weiß. Aber nee, ich glaube, da wissen wir, dass das nicht reicht. Obwohl, wer weiß. Das darf man bei Van Aert auch. Ja, das wird ja auch nichts mit Van Aert, also ganz ehrlich. Das ist, ich habe beim zweiten. Hat er auch gesagt, will er gar nicht. Beim zweiten Zeitfahren vergessen, auf Ghana zu wetten. Beim ersten habe ich es gemacht. Ich mache es jetzt am Sonntag wieder. Ich habe mal überlegt, so mach mal langweilige Wetten einfach. Ach so. Also, ja, weiß ich nicht. Also, Wetten machen ja auch dann eigentlich nur Spaß. Ja, wenn du richtig was gewinnen kannst. So ein, ne? Wenn du einen Außenseiter dabei hast, der dann auch gut ist bei überlegt, einem Tag und wo du noch so ein bisschen mithoffen kannst. Was ist, wenn ich einfach mal 1000 Euro auf Gunner setze im Zeitfahren? Ich hab mal so mit. Ja, dann hast du im Radsport immer noch das Problem, dass er Platten fahren kann. Ja, genau. Oder so, ich weiß. Aber das ist ja die einzige. Ich hab's mal so mit 65 Euro probiert beim ersten Zeitfahren. Habe ich 25 Euro gewonnen. Was hast du? Was hat denn der für eine Quote gehabt? 1,3. 0, oder was? 1,35 oder so. Mehr kriegt er ja auch nicht. Weil er ja. Der gewinnt auch am Sonntag. Also. Das ist schon eine krass schlechte Quote. Der auch hat ja auch das für eine Radsportwette. Habe ich gar schon nie gesehen, dass die unter 3 ist. Ja, oder? Nee, also jetzt zum Beispiel der Gesamtsieg Wilco Keldermann ist auch nur 1,9 im Moment. Kann man noch irgendwo auf Gesamtwertung setzen? Das ich mache meistens bei demselben Wettanbieter. Ne? Habe ich gerade geguckt. Dass ich da Tipps gebe. Stimmt. Für euch zum aber Beispiel. Aber Ghana wird dann 4 Etappen gewinnen. Das ist krass, oder? Auch. Und Ron Dennis hat noch keine gewonnen. Der will eigentlich auch noch unbedingt. Echt? Meinst du, er will noch unbedingt? Er fährt auf jeden Fall fröhlich immer in die Ausreißergruppen und versucht es ja dann auch, aber es klappt nicht so richtig. Ich glaube, dem geht es auch gerade richtig gut. So habe ich das Gefühl. So, der freut sich auch immer so krass, wenn der Zweiter wird im Zeitfahren. Ich weiß nicht, irgendwie, der ist gut gelaunt gerade. Der ist einfach froh, nicht zu Hause sitzen zu müssen. Ey, zweites Boulevard-Thema, was so ein bisschen an das Ron Dennis-Thema anknüpft und auch vom Giro ist Gaviria. Zweimal Covid erwischt. Was geht ab? Ey, das ist so krass, Mann. Krass. Das ist so krass. Ey. In der Bubble im Radsport, wo man auch noch aufpasst, wie viel Pech kann man haben? Ja,
die Monate, wo noch so eine gewisse Immunität herrscht, die hat er aufgebraucht, ne? Und vielleicht dachte er auch so, ey, ich bin unbesiegbar. Ich weiß, keine Ahnung. Also man weiß ja auch nicht, wo er sich da angesteckt hat. Kann, glaube ich, überall passieren, egal wie vorsichtig du da bist. Ist natürlich echt bitter, dass er schon zweimal, dass er jetzt erwischt hat. Ich glaube, beim ersten Mal war es gar nicht so, war er da so auch ohne Symptome? Nee, oder? Da war er, glaube ich, ja. Da war er schon so richtig krank, ne? Nee, da war richtig krank, ja. Und jetzt ist halt irgendwie so ein bisschen, merkt eigentlich nichts. Im Gegenteil, also hier ist Steven Kruiswerk, der merkt es ja auch, ne? Also der bei dem zeigen sich Symptome, ja, ist auch milde Symptome, also ist auch nichts Dramatisches, aber der ist auf jeden Fall krank und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch nur so ein False Positive, ne? Also gibt es ja ab und zu mal irgendwie einer von, weiß ich nicht wie vielen Tests, kann auch mal ein falsches positives Ergebnis zeigen. Ja, wohl bei Matthews ja, so gewesen abwarten. Gerade, ne? Genau, Matthews war ja beim Folgetest wieder negativ. Ich hoffe nur, dass die Jungs eigentlich alle gesund bleiben, dass keiner von denen so richtig eine Lungenkrankheit bekommt. Für einen Radprofi eher uncool, weil man auch noch nicht weiß, wie schnell kann sich davon dann wirklich komplett erholen. Ne? Ich glaube, jedes Prozent, was du an Lungenfähigkeit verlierst als Radprofi, kann eine Karriere beenden. Von daher hoffe ich mal, dass alle da irgendwie ohne Langzeitfolgen durchkommen. Gut, habe ich hier noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, ich glaube, nochmal abschließend zum Giro. Ich muss es jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt erzählen, aber ich will mich nochmal bei unserem Besenwagenhörer bedanken, der mir, nachdem ich gesagt habe, dass ich gerne mal das Durchschnittsgewicht von allen Rennen wissen würde, der mir das wirklich zum Giro ausgerechnet hat, komplett. Auch die einzelnen Mannschaften und so. Soll ich mal reingucken? Ich habe es mir, mir gespeichert auch. Wer ist denn die fetteste Mannschaft? Ja, warte, kann ich dir sagen, hat er ausgerechnet. Fetteste Mannschaft ist FDJ. 72, ja gut, es haben ja auch nur die Sprinterbomber dabei. 72,75 ne? Kilo. Leichteste Mannschaft ist Trek. Das ist krass. Trek ist die leichteste? Trek ist ja, okay, die leichteste. Die fahren halt nur Sind ein paar, bei ein paar Fahrern ist Trek. Das Gewicht nicht angegeben bei PCS. Das hat er noch dazu geschrieben. Aber bei den meisten schon, es sind nur ganz wenige. Trek hat 62,167 Kilo. Alter Schwede, ey. Das ist ein 10 Kilo Unterschied, Mann. Ey, aber das ist krass. Matteo Fabro ist bei Pro Cycling Stats mit 52 Kilo angegeben. Kann das sein? Nee, das ist irgendwie ein bisschen zu wenig, doch, oder? Doch, kann sein. Wie groß ist denn der? 1,20 Meter, so wie er aussieht und 10 Jahre alt. Der wird schon so 1,70 Meter, 1,71 Meter würde ich tippen sein. Aber hier unser Kollege von Lotto Kernhaus, der Alex Thalten, der wiegt auch nur so wenig. Okay. Weil der ist halt auch sehr klein, ne? Ja, also Bora hat 67 Kilo, das ist ungefähr die Mitte. Wie hieß der jetzt nochmal? Fabro. Fabro. 2B. Basti, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ja, so 1,68 irgendwas darum, 69 irgendwas was dazwischen. Wiegst du? Ja, eher so 65, 66 Kilo. Also das ist schon aber massiver ist auch Sprinter. Unterschied. Basti ist auch eher Sprinter. Ja. Ja, was hat er noch hier aus? Da sind noch ein paar andere. Schwerstes Team, leichtestes Team, leichtester Fahrer. Schwerster Fahrer ist Patrick Gamper, 81 Kilo. Auch von Bora. Haben die den leichtesten und den schwersten? Ja, witzig. Kämpft. Ist der Gamper echt so schwer? Und Durchschnittsgewicht von allen ist 66,9. Guck mal, Ken hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ich kann heute 100% nicht schlafen, ich habe Angst vor morgen. Morgen. Also es geht hier um Giro-Gesamtwertung wieder. Ja, aber Ken muss ja gar keine Sorge haben, weil da hat doch Almeida, dann hat er Tayo dann auch als Backup. Ja gut, aber alles, was zählt, ist der Sieg, du weißt es doch. Ja, das sage ich gerade. Also ich glaube nicht, dass Kellermann gewinnt. Nee? Also, ja. Ich schreibe ihm das jetzt. Ich schreibe ihm das, dann vielleicht kann er dann doch schlafen. Ich glaube, dass entweder Almeida, dass die morgen nicht hart genug fahren oder sie fahren nur so hart, dass er nicht zu viel Rückstand kassiert und wieder zurückkommen kann. Oder halt der Abstand so gering ist, dass es für ihn vielleicht im Zweifel reicht. Oder die kriegen Tayo morgen nicht abgeschüttelt. Ja, und der kann morgen vielleicht die Etappe nochmal gewinnen und attackiert, geht dann nochmal irgendwann all in. Und ich glaube, dann geht der Hendley mit und Kellermann fliegt in die Luft. Okay, Jungs, nee, das war's. Ich muss mir jetzt vorbereiten. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast, Paul, von deinem ersten. Ist das dein erstes Gravel-Rennen? Mein erstes Gravel-Rennen und ich werde wahrscheinlich tierisch eins auf die Mütze bekommen, aber große Fresse haben. Ja, in Deutschland. Hauptsache in Deutschland. Ganz ehrlich. Da sind schon. Wer fährt denn da noch mit? Steffen, hast du schon eine Startliste? Steffen Weigold fährt mit.
Und, macht er Fotos dann dabei. Ja, und wahrscheinlich macht er Fotos und hängt mich dann ab und dreht sich um und macht dann ein Bild dabei. Nee, also sind schon ein paar gute dabei, so aus der Region hier halt, ne? Berlin-Brandenburg. Es sind schon ein paar Drehtiere. Es ist nicht so, dass das einfach wird. Und der Bruder von Philipp Walzleben, Max Walzleben, den ab Kilometer 60 hat man den im Sack, aber wenn der schlau fährt, der ist so schnell, der hängt uns alle ab. Okay. Der ist wie so ein Matchbox-Auto, was du aber aufziehst. Wie muss ich mir das Gravel-Rennen jetzt da vorstellen? Wie so ein Cross-Rennen auf einer großen Runde? Oder ist es so wirklich Gravel, dass du nee, es ist Gravel. So Feldwege genau, fährst? Genau, Feldwege und so. Es ist eine 30-Kilometer-Runde. Das ist nicht... Ist nicht und wo, warum denn Sand? Ab und zu liegt immer ein bisschen Sand, nee, oder was? Weil die Region hier rund um Berlin ist halt einfach viel Sand. Also du hast halt Feldwege. Ey, es gibt sogar einen Besenwagen. Es gibt einen Besenwagen im Gravel-Bereich? Ja, es fahren Quads mit und einen Jeep. Und ich glaube, der Jeep ist der Besenwagen. Ja, ich bin gespannt. Nee, eigentlich wollte ich ja, das habe ich völlig vergessen. Jetzt, wo du von Quads und so erzählst, wollte ich eigentlich die spektakulärste Aktion von der Flandern-Rundfahrt noch mit euch küren. Und zwar gibt es drei Kandidaten dafür. Einmal das, wo Alaphilippe ans Motorrad dran fährt und wegfliegt. Dann Läppisch. Dann, wo Mühlberger sich selber mit der Tasche umhaut. Und Das war blöd, ne? Genau vor der Kamera. Und der guckt dabei noch in die Kamera. Also kannst das beste Meme ever draus machen. Ja, habe ich ja, ja schon. Ja. Also ist ja auf Twitter ging das mit dem Stöckchen in die Speichen mit der Tasche geändert. Und dann war noch so ein Sturz von so einem Treckfahrer, wo sich das Rad im Vorderrad aufhängt, in dem Rad vom Vordermann. Habt ihr das gesehen? Nee. Aus der Hubschrauberperspektive. Das war nur so kurz zu sehen, aber es war ultra witzig auch. Irgendeiner stürzt und sein Rad bleibt im Hinterrad zwischen Sattelstütze und Hinterrad vom Vordermann hängen, aber so quer, dass es aussieht wie ein Anhänger oder wie ein richtiger, wie so eine richtig riesige Satteltasche hinten dran. Das ist wirklich so komplett waagrecht zum Boden mit weitergefahren, das Rad. Das ganze Rad. Das war auch richtig geil. Naja. Ja, also ich bin eindeutig für Mühlberger. Das war einfach wie ein Mühlberger ist der Sieger. Der guckt da rein. Und wirft nur und du siehst, wie der Lenker auf einmal weg. Er hätte auch. Ich war ja froh, dass er sich nicht verletzt hat. Definitiv. Und das hat es dann auch einfach lustiger gemacht. Und ich war auch froh, dass er weiterfahren konnte. Aber es war einfach. Ich hab mich nicht mal einbekommen, dachte, wie lustig ist das denn, bitteschön? Ich glaube und hoffe, er kann da selbst drüber lachen. Aber es ist wirklich so, als wenn man hätte einfach so mit lenken können, auch sich selber auf den Boden. Ja. Also, es wäre auch nicht mehr viel anders gewesen. Ja, das ist aber so geil, Mann. Oh Gott. Oh, wenn ich es vor Augen habe, muss ich immer noch lachen. Das ist einfach, einfach ein geiler Move, ey. Aber ja gut, wir sind froh, dass hier nichts passiert ist. Auf jeden Fall. Ja, der ist auch noch wieder aufgestanden und durchgefahren. Der ist noch lange in der Spitzengruppe gefahren ab da. Glück gehabt. Mhm. Alright, Folks. Ja, das war schon ein bisschen... Slapstick auf jeden Fall. Männer, wir sehen uns dazu und hören uns nächste Woche wieder. Yes, bis nächste Woche. Und bis dann. Ciao. Ciao.